Und es gibt neuen Zoff um die Maskenpflicht im Flugzeug. Die könnte jetzt nach Bildinformationen sogar noch verschärft werden. Ja, morgen im Kabinett das neue Infektionsschutzgesetz. Und da wird in der Regierung jetzt diskutiert, dass im Flieger künftig keine normale medizinische Maske mehr ausreicht, sondern dass es künftig zwingend eine FFP2-Maske sein muss. Ja, nach Bildinformationen, also könnte die Regierung die Maskenpflicht im Flugzeug jetzt sogar noch verschärfen. Das ist wirklich ein Hammer, denn dieser Regierungsplan, der wirkt absurd angesichts der Bilder, die wir in den vergangenen Stunden gesehen haben. Kanzler und Minister im Regierungsflieger. Scholz und Habeck auf ihrem Regierungsflug nach Kanada ohne Maske. Und das entspricht dort im Regierungsflieger auch den Regeln. Dort nämlich gibt es keine Maskenpflicht. Warum gelten da andere Regeln als in den Urlaubsfliegern, haben sich Millionen Deutsche gefragt. Und dann lag es auf der Hand, dass man dann sagt, na gut, wenn die das nicht brauchen, dann in den Regierungsfliegern, dann schafft man es jetzt ab. Ne? Dann ist die Maskenpflicht überall, in allen Flugzeugen erledigt. Geschichte. Das Gegenteil offenbar passiert jetzt, Patricia. Ja, schauen wir mal rein in unsere Urlaubsflieger nämlich. Da sieht es nämlich so aus. Maske beim Einsteigen, beim Aussteigen und das Wichtigste, während des gesamten Fluges muss die Maske anbleiben. Ja, medizinische Maske bisher. Und jetzt eben der Plan, ich nenne ihn mal Lauterbach-Plan. Es wird diskutiert am Kabinettstisch in der Regierung, ob man das eben noch mal verschärft. Weg von der medizinischen Maske und dann tatsächlich auch für alle, die da drin sitzen, die FFP2-Maske auf. Das also der Plan. Morgen ist Kabinett. Das heißt, es könnte dazu kommen, dass Scholz und Habeck im Regierungsflieger ohne Maske zurückkommen von ihrer Kanada-Reise, sich dann an den Kabinettstisch setzen und dann sozusagen die Unterschrift machen über eine Verschärfung der Maskenpflicht für alle anderen Fluggäste in Deutschland, die nicht im Regierungsflieger, sondern im Urlaubsflieger fliegen. Ja, viele regt das natürlich total auf. Viele von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch in der Politik gibt es schon einige Stimmen, die sich darüber aufregen. Schauen wir mal direkt rein in eine solcher Stimme. Auf Twitter geht es nämlich hoch her. Alexander Graf Lambsdorff beispielsweise, der twittert das hier. Er sagt ganz klar, man muss nicht Maskengegner sein, in Klammern bin ich nicht, oder FDP-Politiker, gut, bin ich. Es reicht, Demokrat und Staatsbürger zu sein, um zu wissen, nach diesen Bildern kann es nicht bei der Maskenpflicht in normalen Flugzeugen bleiben. Wir haben den Maskenstimmungscheck gemacht heute früh am Flughafen, unsere Reporter dort im Einsatz, und haben Ihnen einfach mal die Bilder da aus dem Regierungsflieger gezeigt und Sie gefragt, Mensch, wenn die nicht mehr tragen müssen, dann müssen Sie doch auch nicht mehr, oder? Ja, das ist eigentlich scheiße dann, ne? Sag ich mal auf Deutsch gesagt. Ja. Unfair? Ja, ist unfair, ja. Unmöglich, von uns wird es gefordert und die sind ja tolle Vorbilder, kann man dazu nur sagen, ne? Mir fehlen einfach nicht die Worte dafür. Ich meine, den Bürger wird auferlegt, ja, wir sollen vorsichtig sein, schützt eure Mitbürger, ja, eure Nachbarn, ja, und unser oberster Häuptling, ja, nee, der macht ja nichts. Das ist die Regierung. So ist es, heute so, morgen so. Naja, es ist halt mit zweierlei Maß gemessen, ne? Also, wenn wir eine Maske tragen müssten, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn die auch eine tragen würden. Prima, da, die fliegen wahrscheinlich Klasse 1, aber da werden sie wahrscheinlich nicht so in Kontakt kommen mit den anderen Passagieren. Absolut nicht in Ordnung. Ne? Geht gar nicht. Ist auch kein gutes Vorbild für so eine Persönlichkeit. Der ist dann wahrscheinlich falsch in seiner Position, muss ich ganz deutlich sagen. Stewardess werden auch nicht sagen, ne? Wenn man nicht trägt, oder? Also, wir hören schon raus, das empfinden Sie natürlich nicht als richtig, wenn die Politik ohne Maske fliegen darf und wir alle nicht. Aber würde es denn überhaupt Sinn machen, diese Regel noch zu verschärfen? Also im Flieger dann nur noch mit FFP2-Maske? Das haben wir den Virologen Klaus Stör gefragt. Wir haben gerade erfahren, dass im Kabinett gerade diskutiert wird, die Maskenpflicht in Fliegern sogar noch mal zu verschärfen. Also für uns Normalflieger, für uns Urlaubsflieger soll möglicherweise die medizinische Maske gar nicht mehr ausreichen. Da soll die Pflicht noch mal verschärft werden auf FFP2-Maske. Herr Stör, wenn Sie das jetzt vergleichen, an demselben Tag fliegt der Scholz mit dem Habeck ohne Maske. Alle Journalisten mit drin, auch wir von Bild waren da mit an Bord, schön ohne Maske. Und jetzt wird uns noch mal gesagt, die wir auch ohne Maske fliegen wollen, das wird möglicherweise noch mal verschärft für den Herbst. Ja, das hat auf vielen Ebenen macht keinen Sinn mehr. In den Fliegern gibt es einen außerordentlich hohen Luftaustausch. Da gibt es sogenannte HEPA-Filter, die in den Fliegern sogar Viren herausfiltern können. Ja, also in den Fliegern Masken zu tragen, ist an sich unsinnig, weil eben diese sehr gute Viruszirkulation dort, sehr gute Luftzirkulation existiert. Und natürlich die Ungleichheit in der Behandlung ist natürlich schon völlig zum Kopfschütteln an. Und dann kommt nochmal dazu, dass die Lufthansa ja
eine der ganz, ganz, ganz wenigen Airlines ist, die noch die Maskenpflicht, FFP2-Masken und so weiter, das verlangt. Also es ist auf vielen Ebenen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Es geht in der gegenwärtigen Situation ja nicht mehr darum, Infektionen zu verhindern, sondern die schweren Verläufe zu reduzieren. Das Virus zirkuliert bei einer Population, Masken in den Flugzeugen machen keinen Sinn mehr, vor allem jetzt im Sommer in der relativ entspannten Situation. Auch nicht aus meinem Blickwinkel in den Fernverkehrszügen. Da gibt es nämlich Klimaanlagen, die haben auch zum Großteil HEPA-Filter, sehr gute Luftumtausch. Und dann hat man keine Masken in den Bussen, wo eigentlich immer stickig ist und warm. Also das passt alles nicht systematisch, es ist nicht konsequent, es ist nicht durchdacht. Die Zielstellung ist unklar. Also das passt hinein in diese gegenwärtige Situation. Sagt Klaus Stöhr, Virologe, uns zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Informationen.